Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach den letzten Bildern haben uns ganz viele nach Devons Mähne gefragt. Wie ihr seht, steht er gerade neben mir. Wir fahren heute Nachmittag zu einem Fotoshooting und das heißt, ich muss ihn jetzt gleich mal fertig machen. Ja, und das ist eigentlich, was man hier sieht, ist auch schon mal so der erste Teil, wie ich Devons Mähne pflege. Die ist nämlich die meiste Zeit eingeflochten. Ganz wichtig ist, dass man den Mähnenkamm nicht zu feste flechtet, sondern relativ locker, weil sonst einfach diese kleinen kurzen Strähnen so unter Spannung stehen, wenn er den Kopf senkt, dass sie sonst einfach abbrechen oder rausreißen. Und das sind ja die langen Haare, die nachher die Dicke und die Fülle ausmachen, die da gerade nachwachsen. Ist natürlich so, dass auf den Vergleichsbildern, die ich eingestellt habe, er auf dem ersten Bild die Mähne auch nicht frisch gewaschen war, auf dem zweiten schon. Das macht auch immer viel aus, von der Optik halt. Aber ansonsten gibt es in der Tat so ein paar kleine Tricks und Kniffe, die man machen kann, damit die Mähne wirklich gepflegt, gut, dick und nachwächst. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch da heute so ein bisschen was drüber, mache das in Form eines Videos und stelle euch das dann nachher online. Und ja, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Handgriffe, was ich sonst so in der Routine einfach mit Devons Mähne mache und nehme euch so ein bisschen mit und wünsche euch viel Spaß. Bevor ich Devon wasche, entferne ich erstmal den groben Dreck aus dem Fell. Das beugt Schmutzkanten vor, die sich beim Waschen leicht bilden und die man in der Regel erst nach dem Antrocknen sieht. Danach geht es erstmal ans Ausflechten. Im Sommer flechte ich Devons Schweif in 3 einzelne Zöpfe. So kann er immer noch Fliegen abwehren und der Schweif wird trotzdem geschont und nicht so dreckig. Im Winter reicht meist ein Zopf, den ich dann in einen Tailbag packe. Die Mähne ist in der Regel ganzjährig eingeflochten, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wer sich nun fragt, wie das mit den Fliegen im Sommer ist, den kann ich beruhigen. Da Fliegen sich bevorzugt an feuchte Stellen setzen, wie zum Beispiel die Augen oder den Nüstern, wo er ja eh keine Mähne hat, stört es ihn auch nicht, wenn ich ihm diese über den Sommer einflechte. Ich benutze zum Einflechten die mittlerweile sehr populären breiten Silikonmähnengummis von verschiedenen Herstellern. Aktuell sind die weißen von HKM und die schwarzen von Kerbel. Diese Mähnengummis reißen so gut wie nie und im Vergleich zu den üblichen Gummis, wie man sie früher oft verwendet hat, sind sie deutlich schonender zum Haar, sodass die Haare auch nicht so schnell brechen. Bei den Pflegeprodukten bin ich ansonsten mittlerweile komplett auf die Marke Efol umgestiegen. Um beim Waschen ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, sprühe ich Mähne und Schweif vor dem Waschen noch einmal ein und kämme beides gründlich durch. Wie ihr seht, bin ich beim Bürsten auch nicht unbedingt vorsichtig. Gesundes Haar kann die Belastung durchaus vertragen und nur solches Haar lässt Mähne und Schweif auf Dauer gesund und voll wirken. Ich benutze von Efol das Superstar Shine Spray, womit ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielen konnte. Ich versuche gerade beim Waschen auf so wenig Shampoo wie möglich zurückzugreifen, auch wenn das bei einem Pferd wie Devon mit einem sehr hohen Weißanteil nicht immer einfach und somit eine Herausforderung ist. Der erste Waschgang geschieht daher immer zunächst einmal nur mit klarem Wasser, um den groben Dreck abzuspülen und mir einen Überblick zu verschaffen. Danach geht es dann ans Waschen von Mähne und Schweif mit Shampoo. Während ich die Mähne in der Regel nur einmal waschen muss, brauche ich für den Schweif meist mindestens 2 Waschgänge. Zum Waschen nutze ich das White Star Spray Shampoo, was sich super dosieren lässt und gerade bei hellen Pferden beste Ergebnisse garantiert. Nach dem Waschen ziehe ich mit einem Schweißmesser das Wasser aus dem Fell und trockne Mähne und Schweif mit einem Handtuch ab. Normalerweise lasse ich Devon nach dem Waschen am liebsten Luft trocknen.
Da es an diesem Tag, wie man sehen kann, sehr windig war, habe ich ihn dann doch kurzerhand eingedeckt, um seinen empfindlichen Rücken zu schonen. Denn gerade Nässe und Kälte in Kombination sind für ein Pferd mit einem Befund, wie Devon ihn hat, alles andere als optimal. Vor einem Shooting lasse ich die Mähne nach dem Waschen offen, damit sie lang und glatt fällt. Ansonsten flechte ich sie wieder ein, sobald sie gut durchgetrocknet ist. Wer jetzt denkt, dass wir solchen Aufwand täglich betreiben, der irrt jedoch. Die Zöpfe erneuere ich in der Regel nur so alle 2 Wochen, mit Ausnahme manchmal wöchentlich. Hier gilt auf jeden Fall weniger als mehr. Natürlich ist dickes und volles Haar ein Stück weit genetische Veranlagung. Dennoch kann man dem Stoffwechsel ein wenig auf die Sprünge helfen. So habe ich bei Devon im Winter regelmäßige Kuren mit Bierhefe gemacht. Wenn dann am Ende so fantastische Bilder entstehen wie hier von Alexandra Ewang, dann lohnt sich der Pflegeaufwand auf jeden Fall. Habt ihr Tipps zum Thema Mähnenpflege? Dann ab damit in die Kommentare und bis bald!